Schwieriges aus der Brauwelt. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier. Das Brauhaus Riegele will nicht nur erstklassiges Bier brauen, sondern auch was für die Umwelt und die eigene Energieeffizienz tun. Daher war nun ein gutes halbes Jahr lang ein Leihkessel im Einsatz, der die Energieversorgung der Brauerei übernommen hat. Der hat jetzt ausgedient und ein neuer, umweltfreundlicher Kessel strahlt mit dem Braumeister Frank Müller um die Wette. Der in Anführungsstrichen alte Kessel war 50 Jahre alt. Der ist denn natürlich nicht mehr nach den neuesten technischen Richtlinien und Gesetzmäßigkeiten läuft es klar. Der alte Kessel lief noch mit Heizöl. Jetzt beim neuen Kessel fahren wir mit Erdgas. Der hat natürlich eine wesentlich bessere Verbrennung. Der Kessel hat eine wesentlich höhere Energieeffizienz. Ich habe im Gegensatz zum alten Kessel auch zwei Wärmetauscher drin. Das heißt, die Energierückgewinnung ist natürlich wesentlich größer. Unterm Strich, denke ich mal, spare ich mir ca. 30% Kosten ein mit meinem neuen Kessel. Das Traditionsunternehmen hat sich auch noch nach EMAS zertifizieren lassen. Dahinter steckt eine Art Umwelt- und Energiemanagement, damit sie ihr Feierabendbier mit reinstem Gewissen genießen können. Und jetzt ein Bier des Jahrzehnts. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier.